Potentilla verna, das Frühlingsfingerkraut, hat sie auch schon im Namen und macht dem auch alle Ehre, denn es blüht zwischen April und Juni. Und ich muss sagen, ich hatte es vorher auch gar nicht so auf dem Schirm, aber es hat mich dann doch wirklich überrascht. Also seid gespannt. Der Gattungsname Potentilla leitet sich aus dem Lateinischen für mächtig ab und wurde wohl aufgrund der mächtigen Heilkraft der Fingerkräuter hergeleitet. Allerdings trifft das nicht auf alle Arten gleich zu, denn diese Art zum Beispiel hat in der Heilkunde eine nur geringe Bedeutung und wurde gegen Durchfall oder zur Wundbehandlung eingesetzt. Und Verna, das kommt einfach von Vernalis, dem Frühling. Seine gelbe Blüte setzt sich aus 5 breit eiförmigen Kronblättern zusammen, die in der Mitte etwas eingekerbt und voneinander abgesetzt sind, also mit etwas Abstand. Die grünen, behaarten Kelchblätter sind deutlich kürzer als die Kronblätter. Die Pflanze praktiziert Selbst- und Insektenbestäubung. Bestäubende Bienen, Falter und Schwebfliegen belohnt sie mit Nektar. Für viele Schmetterlinge hat sie wirklich eine wichtige Bedeutung als Raupenfutterpflanze. Denn unter ihnen sind einige Oligophage, also ziemlich spezialisierte, was ihre Futterpflanzen angeht. Und fast alle sind stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Und obwohl ich ja jetzt kein Tierökologe bin, würde ich mal stark davon ausgehen, dass das sicherlich mit dem speziellen Lebensraum zusammenhängt, den auch unser Pflänzchen hier bewohnt und um den es nicht besonders gut steht. Die Blätter sind recht typisch rosazee, denn sie besitzen sogenannte Nebenblätter, also ein kleines Blattpaar am Blattgrund. Die Grundblätter sind meist fünfzählig gefingert und eben mit schmalen Nebenblättern. Die Stängelblätter sind 5- bis 7-zählig und ebenfalls mit schmalen Nebenblättern. Am oberen Blattrand sind meist 2 bis 5 so Spitzen ausgeprägt. Die Blätter sind wie die ganze Pflanze behaart, aber nicht filzig und es sind keine Sternhaare zu finden. Der Stängel ist anliegend behaart und die Pflanze bildet Ausläufer, durch die sie sich auch vegetativ vermehren kann. Und daher bildet sie dann meist Teppiche oder gar Rasen, in denen sich dann viele Blütchen zeigen. Als Frucht wird eine Sammelnussfrucht ausgebildet. Das ist bei den Rosengewächsen relativ häufig der Fall. Bei vielen Potentilla-Arten sieht diese aber aus wie eine kleine oder eine wilde Erdbeere. Aber bei dieser Art hier tut sie das nicht. Übrigens auch die Erdbeere gehört ja dieser Familie an und ist botanisch keine Beere, sondern eben eine Sammelnussfrucht. Die Ausbreitung der Samen erfolgt durch verschiedene Formen der Zookorie, also der Tierausbreitung. Sowohl durch Schlucken und wieder Ausscheiden, als auch hin und wieder durch Ameisen, manchmal aber auch durch den Wind. Frühlingsfingerkraut ist der Lebensform der Hemikryptophyten zuzuordnen. Die Überdauerungsknospen befinden sich also unmittelbar an der Erdoberfläche. Das Frühlingsfingerkraut ist in Deutschland heimisch. Es kommt in rund 64% der TK25 Blattschnitte vor und gilt auf nationaler Ebene nicht als gefährdet oder besonders geschützt. In Sachsen, Berlin, Niedersachsen und im Saarland wird es auf der Vorwarnliste geführt. In Brandenburg gilt es als gefährdet, in Mecklenburg-Vorpommern als stark gefährdet und in Schleswig-Holstein als vom Aussterben bedroht. Standortlich ist diese Pflanze nach den Ellenbergschen Zeigerwerten sehr outstanding. Halb- bis volllicht, trocken, schwach basisch und mit einer bemerkenswerten Stickstoffzahl von 2 ein echter Nährstoffarmutszeiger. Da wundert auch ihre pflanzensoziologische Bedeutung nicht. Sie ist nämlich Begleiter in der Klasse der Schiller- und Silbergras-Pionierrasen, Charakterart der Ordnung Brometalia, also der Trocken- und Halbtrockenrasen, Verbandscharakterart der kontinentalen Halbtrockenrasen und Begleiter in weiteren trockenwarmen und mageren Verbänden und Assoziationen. Übrigens wird diese Pflanze meist zu einer schwer bestimmbaren Artengruppe zusammengefasst. Es gibt einige Subtypen und auch ähnliche Arten. Der Blick ins Bestimmungsbuch bleibt euch also vermutlich nicht erspart. Eine potentielle Art jedoch macht uns die Bestimmung leichter, denn die Blutwurz hat zum Beispiel nur 4 gelbe Kronblätter. Ha, schon eine weniger.